Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Ionentor. In der letzten Folge haben wir mit dem vierten Kapitel begonnen. Wir sind jetzt im Düsterwald, haben eine neue Fähigkeit bekommen, und zwar nämlich das Rollen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir damit sehr schnell unterwegs sind. Und wir haben direkt eine Ausgabe. RAD Ausgabe 3, Rohlingen heute. Heute Mittag kam es aufregend eines Ereignisses zu Störungen im Fahrplan des Glimmerlinias. Oder Glimmerliners, besser gesagt. Um ein Foto des Zuges zu machen, durchbrach der junge Lakitone, 18, die Absperrung am Gleis. Der Zug musste deshalb vor dem Bahnhof warten. Ich verstehe ja alle, die Züge mögen, aber man darf den Betrieb doch nicht so einfach stören, so die Aussage des Fahrdienstleisters. Den jungen Lakito wurden nach dem Vorfall gründlich die Leviten gelesen. Shopping-Detektiv. Der Souvenirshop von Falkenheim. Hier spürt man deutlich die Konkurrenz des Hotdog-Standes. Manche Gäste bemerken den Souvenirshop gar nicht mehr. Verliert der Traditionsbetrieb seine Kunden? Der Kommentar des Besitzers. Hotdogs? Schreckliches Zeug. Das ist weder lecker noch gesund. Aber irgendwann werden die Kunden das schon merken. Rezepte-Ecke. Heute auf den Speiseplan. Super Soda. Einfach Honigsirup in den Mixer, bis er kalt wird. Heute auf den Speiseplan. Super Soda. Einfach Honigsirup in den Mixer, bis er klar wird. Kühlen, fertig. Macht fit und hält fit. Zum Schluss. Rat, mit jeder Ausgabe werden wir besser. Freu dich auf unsere nächste Mail. Okay. Ich roll da mal vor mich hin. Hält es auch. Ja, das hält auch so an. Ich denke mal, wir kommen auch erstmal so gut weit weg. Na, jetzt sind alle Gegner respawned. Aber gut, ist gut für die Erfahrungspunkte. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier schon mal Schaden. Bum und bum. Weil du kannst direkt hier eine Stampfattacke machen. Nice. Das wiederum ist nicht gut. Das ist beides nicht gut. Dann machen wir einfach einen Wirbelschlag. Dann ist der schon mal weg. Der wird leider überleben. Ach, tja, das ist schon heftig. Oh, mehr Erfahrungspunkte. Das ist sehr nice. Also wird definitiv auf den Ohrenpunkten gehen. So viel steht schon mal fest. Na komm her. Da brauche ich erstmal alle runter, würde ich sagen. Yoshi wird jetzt sehr gut Schaden machen. Yoshi ist hier einfach Lady Boo. Und wenn sich jetzt alle hier aufladen, dann finde ich das nicht cool. Ich hab doch geblockt. Hat halt nicht. Also ich werde definitiv von 2 Schaden nehmen. Es sei denn, ich mache einmal Erdbeben. Das bringt auch nichts. Doch, das bringt was.
Und dann Saugmatzen. Und beim nächsten Mal lade ich einfach meine Gesundheit und Blumenpunkte mit unserer Spezialfähigkeit auf. Was jetzt der Fall sein wird. Wir haben einen neuen Gegner. Dann einmal scannen. Das ist eine Suse-Duse. Diese Biester sehen zwar süß aus, sind aber sehr lästig. Maximal KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Besonders hüten musst du dich vor ihrem Wiegenlied. Er wirkt sehr einschläfernd. Gelingt die Verteidigung, stichst du nicht ein. Suse-Duse fliehen, bevor ihnen die KP ausgehen. Erlege sie also schnell. Oh, kein Problem. Aber zuerst mache ich den hier weg. Okay, der macht sich unsichtbar für wie viele Runden? 2 Runden, das geht ja voll klar. Wie soll man das denn blocken? Na gut, er boostet sich jetzt. Dafür ist er jetzt auch nicht mehr unsichtbar. Bin gespannt, ob wir in dieser Folge noch ein Level abkriegen. Ich hoffe, dass wir erstmal Ruhe vor Gegnern haben. Jupp. So. Random Münze. Am Ende ist da so ein Splitter. Einmal speichern. Aber warte mal kurz, vielleicht. Dass ich deine Fähigkeit brauche, war klar. Ich habe nur die falsche Taste gedrückt. Warte mal kurz, ich möchte aber trotzdem noch mal kurz zurück. Hätte ja sein können. Okay, wie random. Ein Hoch, dass ich daneben gesprungen bin. Erster Angriff erfolgreich. Machen wir doch mal einen Body Slam. Mal gucken, ob sie abhaut oder nicht.
Oh, Blumenpunkte, das ist doch gut. Mal schön hüpfen. So. Ach so, hier lang. Und einmal durchzwingen. So. Was haben wir denn hier? Wutbeben. Warum kommen wir nicht an diesen Baum? Jetzt so paranoid. Erster Angriff erfolgreich. Ach, Liebesbisse. Aber da mache ich kurz schnell einen Prozess. Einmal austauschen gegen Kupio. Du setzt deinen Pilz ein. Wunderschön. Gerne wird definitiv weggehen, deswegen. Und, rennst du weg? Ne. Immerhin haben die Ehre. Nice, dass das Level abkommt. Aber das ist ein neuer Gegner. Dann einmal austauschen. Gumprina. Hyperkirk. Das ist ein Hyperkirk. Sie haben eine höhere Verteidigung als normale Kirks. Maximale KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Wenn sie sich aufladen, beträgt ihre Angriffskraft 9. Hat die Gegner, die sich aufladen können, wirklich ziemlich fiese Biester. Es wäre gut, wenn du sie mit Konter abwehren konntest. Sonst solltest du vielleicht Items einsetzen oder einfach fliehen. Eww. No. Sechs, eins. Ah, komm, dann setzen wir doch mal Sternenwind ein. Dann ist der Kirk schon mal weg. Und du kannst ruhig fliehen. Weil wir eh jetzt mehr Erfahrungspunkte kriegen. Wunderschön. Hammerwurf auf einen beliebigen Gegner umgeht Verteidigung. Das ist gut. Da brauche ich sogar nur einen. Zwei Blumenpunkte. Auch zwei Blumenpunkte.
Hallöchen. Es wird hier irgendwas im Durchzwängen. Nö. So. Macht schon Spaß, hier alles zu erkunden. Irgendwann ist so ein Block dahinter. Ah. Da komme ich nicht hin. Okay, dann geht's hier weiter. Natürlich komme ich auch da direkt wieder raus. Macht Sinn. Ja. Oh, ein gegnerischer Erstangriff. Mal gucken, mal das. Was anderes? Eine Sekunde. Dann würde ich mal sagen. Mach jetzt mal den hier weg. Weil die ist Gold. Und die Arme. Ja, die haut jetzt eh direkt ab. Wie bei Paper Mario 1. Ich habe da nur Pech. Warte mal kurz. Sollte ja eigentlich auch sehr gut sein. Wunderschön. Bald kommt mein Level up. Warte, ich sehe da was. Boah, ihr segnet das oder. Boah, das habe ich hier durchschimmern sehen. Spukabtei. Das ist also die Spukabtei, wo dieser Geist wohnt. Gefällt mir gar nicht hier. Schnell, suchen wir das Sternjuwel. Erstmal heilen. Die 10 Münzen sind es mir wert. Wir haben auch schon 19 Minuten. Abgeschlossen. Wer hätte das gedacht? Wir können da reinrollen, aber hier können wir auch noch rein. Deswegen gehe ich erstmal hier lang. Oh, guck mal, nochmal eine Insignie der Sonne. So, dann kann doch mal Gumprina doch mal scannen. Das ist ein Käfer. Käfer sind zwar niedlich, aber fies.
Maximal KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Feuerattacken sind gegen diese Dickköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Kipp sie um, Mario. Zeig ihnen die Wirkung deiner Sprungattacken. Die bleiben aber nicht lange auf dem Boden. Du siehst zwei ganz Erfahrungspunkte. Wie viele Insignien der Sonne haben wir denn mittlerweile? 5. War ich hier fast für 2 Level-Ups. Boah, ich hoffe, wir kriegen noch bei den Ultra. Ach du heiliger Bimbam. Einmal Scanner. Das ist ein Pickelkäfer. Pickelkäfer tragen Stacheln auf ihren Rücken. Maximal KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Ebenso wie Käfer sind sie sehr hart. Feuerattacken haben absolut keine Wirkung. Aber wenn du sie umkippst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Und du kannst angreifen. So, aber wie kippe ich die jetzt um? Beim Springen ist ja aktuell nicht. Wir haben noch keinen Stachelschutzorden. Aber wegen der Stacheln sind Sprungattacken nicht ganz einfach. Aber dafür haben wir ja auch einen Hammerwurf, der die Verteidigung umgeht. So, dann machen wir doch nochmal den Hammerwurf. Na, ist gleich ein Level Up. Ich würde mal sagen, ich mache hier nochmal alle Gegner hier fertig. Ich hätte erst springen sollen, ja. Oh Gott. Habe ich vielleicht noch ein Item aus 5 Schaden? Yep. Es gibt aber ordentlich Erfahrungspunkte. Können wir sogar 2 Level ab in diesem Kapitel? So, erster Angriff erfolgreich. So, dann sind die schon mal down. Bin Gott sei Dank erstmal eigentlich vollkommen egal, weil ich bin ja eh überall aufgeheilt. Deswegen ist für mich kein Problem. So, Orden. 3 haben wir zur Verfügung. BP Plus könnten wir. HP Plus könnten wir eigentlich absetzen. Und würde sagen, dann nehmen wir doch mal den Kraft Plus Orden.
Bei Angriff ist manchmal die beste Verteidigung. Warum nicht? Okay. Nein, wie daneben? Och nö. Was das hier hat, einfach nochmal Erdbeben ein, kein Problem. Na, meine Zuschauer, nu. Mann, er pusht sich. Dachtest du wohl so. Mit den Meinhammer machen wir jetzt mittlerweile auch gut Schaden. Und die Arme. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, hier kann man noch nicht weiter. Oder? Nee. Weil wir irgendwie unsichtbar werden müssen. Orkansprung. Bei richtiger Anwendung trifft Mario auch seine Luftgegner. Bin ich mal gespannt. Gut, aber ich würde jetzt mal sagen, Leveltechnik kann man noch mal einmal Zimünzen investieren. Dann einmal speichern und dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis dahin, tüdelü.